Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich wieder sehr, den Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp mit dabei zu haben. Hallo, lieber Henry. Hallo, ihr Lieben. Heute soll es eigentlich nur ein kurzes Video werden. Mal schauen, Henry, wie kurz wir es runterbrechen können. Und zwar ist uns im letzten Jahr aufgefallen, oder auch im vorletzten Jahr, glaube ich schon, Henry, diesen einen YouTuber. Es gibt zwei YouTuber, die haben lange Zeit ja die vegane Rohkost propagiert, auch so eine Art Früchtekost, Paradieskost. Und dann haben wir festgestellt, dass sie davon wieder abgefallen sind und jetzt eigentlich das Gegenteil propagieren, nämlich tierische Lebensmittel zu essen, viele tierische Lebensmittel. Und deswegen wollen wir heute in dem Video ganz kurz darauf eingehen, wieso Rohkost und vegan nicht funktionieren. Henry, ich gebe gleich mal an dich ab. Mir ist das schon auch im englischsprachigen Bereich sehr stark aufgefallen, in den letzten Jahren eigentlich schon, dass es dort sehr viele YouTuber gab, die ja erst diese früchtebasierte Kost empfohlen haben und also größtenteils Früchte und dann halt eben auch noch so leichte Salate und sowas. Aber das hat ja auch immer bei jedem variiert, so die Ernährung. Und dann auf einmal schlug das so erst bei dem einen, dann bei dem nächsten, dann wieder bei dem nächsten, schlug das immer weiter um und alle haben irgendwie so angefangen, wieder tierische Produkte zu integrieren. Und ja, und das ist eigentlich eben so das beste Beispiel, worüber wir auch immer uns schon immer drüber unterhalten haben, dass dann halt eben einfach diese Ernährungsumstellung viel zu schnell stattgefunden hat und dass der Körper gar nicht hinterherkommt, sich an die neue Ernährung anzupassen und teilweise eben auch noch mehr Mineralien braucht für die Entgiftung. Und dann sucht der Körper einfach irgendwann die Balance. Das merkt man am Anfang noch nicht. Am Anfang fühlt sich alles gut an, auch die ersten Monate. Aber dann eben nach vielen, mehreren Monaten, nach vielen Jahren, merkt man dann eben, da fehlt die Balance. So, und dann suchen diejenigen nach der Balance und holen sich dann meistens mit den tierischen Lebensmitteln wieder. Was man aber ganz leicht vermeiden kann, indem man das Ganze eben viel mehr ausbalancierter angeht. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, dass ein Großteil der Menschen ihre Ernährung aufbaut auf Supermarktlebensmittel. Ja, das muss man auch sagen. Und die lagen halt eben schon zum Teil mehrere Wochen lang und teilweise mehrere Monate lang schon rum. Und darauf baut man dann die Ernährung auf. Aber da fehlen dann, meiner Meinung nach, fehlen da einfach gewisse Punkte, die man da beachten muss oder integrieren sollte, damit die Balance da ist und damit man nicht in diesen Modus reinverfällt, wo der Körper dann nach irgendetwas sucht, um wieder eine Balance zu bekommen. Und dann greift man auf einmal wieder zu tierischen Lebensmitteln. Ja. Und ja, genau. Und wir hatten uns auch darüber unterhalten, was eben auch auffällt, es werden oft zu viele Früchte gegessen. Ne? Dann könnte man auch schauen, wo kommen die denn wirklich her? Die aus dem Supermarkt kommen? Selbst aus dem Bioladen stellen wir ja schon fest, dass der Reifegrad oftmals nicht genügend ist. Und man kann es eigentlich darauf runterbrechen, dass viele, die dann scheitern, die essen zu früh zu viel Früchte. Ja. Teilweise zu früh gehen die ins zu wenig Essen rein. Und teilweise auch wird zu früh zu lange gefastet. Genau. Und das kann den Körper eben in dieses Ungleichgewicht bringen. Ja? Mhm. Und deswegen, Henry, das hast du schon seit vielen Jahren, empfiehlst du das immer oder sagen wir das immer, langsam umstellen, Schritt für Schritt. Na, viele haben wir ja auch schon uns oft drüber unterhalten. Auf Facebook gibt es diverse Rohkostgruppen, Früchtegruppen und da fühlen sich viele erstmal davon angezogen. Ich meine, Früchte, die sind süß, es gibt tolle Aromen, die schmecken einfach gut, die tun einfach gut, dass viele Menschen einfach erstmal sich zu schnell an die Früchte orientieren, statt einfach langsam umzustellen. Ich habe das auch in einem Bekanntenkreis erlebt, jemand, der hat innerhalb von kurzer Zeit auf vegetarisch, vegan umgestellt, so schnell konnte ich gar nicht gucken, und dann in die Früchtekost, aber in die hundertprozentige Früchtekost rein. Und dieser Bekannte, der isst heutzutage wieder alles, vor allem auch tierische Produkte, weil er meint, das braucht seinen Körper. Ja. Und das ist auch wieder dieses typische Beispiel, zu schnell umgestellt, und ich kann mich nicht erinnern, dass er viel Grün auch integriert hat. Wir haben auch schon ein Video gemacht, gerade was eben die Schleimverheilkost angeht, warum es wichtig ist, Grün in die Ernährung zu integrieren. Ne? Und das ist ja nicht einfach nur Ernährung, Henry. Da gehört ja auch so viel mehr dazu. Bewegung, Dehnung, eine gewisse Entgiftung, Darmreinigung, auch die Entgiftungsorgane zu unterstützen. Also da gehört so viel mehr dazu. Man kann es wirklich ganz kurz runterbrechen. Zu viel Früchte, zu schnell, zu wenig gegessen.
zu schnell zu viel gefastet. Würdest du mir da zustimmen? Ja, da stimme ich auf jeden Fall voll und ganz zu. Und das ist halt auch, finde ich, heutzutage die Gefahr an den sozialen Medien, weil man sieht jemanden da draußen, der das so und so macht, aber derjenige lebt vielleicht auch in einer anderen Umgebung, hat eine andere Vorgeschichte, ja, hat eine andere Genetik, eine bessere Genetik vielleicht. Und dann sieht man das und man fühlt sich dann so getriggert, okay, das kann ich jetzt auch machen und das möchte ich jetzt auch machen. Aber man verliert sich dabei in den meisten Fällen aus den Augen und schaut nicht mehr auf sich selbst. Und das ist dann halt eben, finde ich, meiner Meinung nach ein Fehler. So, ne? Aber man lernt ja am Ende auch aus den Erfahrungen. Ne? Das war ja bei mir damals auch so. Ich habe das auch mit den Früchten gemacht für eine ganze Zeit lang. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dann bin ich genau in diesen Modus reingekommen, wo der Körper die Balance gesucht hat. So, da hatte ich auch schon überlegt, läuft jetzt hier irgendwas falsch? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ja, weil vor allen Dingen erst, das ist ja auch das Trügerische, durch diese Früchteernährung, dass man für eine längere Zeit lang macht, die Symptome gehen erst weg, man heilt sich damit. Aber zu einem späteren Zeitpunkt geht es auf einmal los, dass auf einmal Symptome wieder dazukommen oder die alten Symptome auch zum Teil wieder mit dazukommen. Und dann denkt man aber immer noch, ah, okay, das ist jetzt Entgiftung, was das zum Teil auch stimmt, aber zu einem Teil kommen dann eben die anderen Symptome, wie zum Beispiel Zahnschmelzverlust, Knochenschmerzen, Muskelschmerzen, was auch immer. Das kommt dann mit dazu. Und ja, und spätestens ab dem Punkt, da sollte man dann intervenieren und dann mal sagen, okay, irgendwas läuft doch jetzt nicht, läuft das hier jetzt nicht richtig so. Ne? Und da ist es dann eben wichtig, einfach zu wissen, ja, was es dann für Möglichkeiten gibt, wieder in eine Balance reinzukommen. Ja? Wenn man das mal gemacht hat. So, aber das Problem ist, es funktioniert erstmal und dann funktioniert es an einem gewissen Punkt nicht mehr. Und dann kommen bei vielen so diese Angst. So, was mache ich jetzt? Was kann ich machen? Oder dann halt eben dieser Trugschluss, okay, ich brauche jetzt doch vielleicht Eiweiße und dann kommt man halt eben wieder so in diese Fleischernährung oder irgendwas rein, ja. Aber das muss man gar nicht machen, weil es gibt ja andere Möglichkeiten. Und wie du auch schon gesagt hast, mit den grünen Lebensmitteln, mit den Sprossen, mit den Microgreens, dass man die mindestens die ersten 10 Jahre mit dabei hat und danach dann natürlich auch. Aber das finde ich eben, ist ein sehr, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig. Also unser Haupttipp ist, sich Zeit lassen, und die Umstellung Schritt für Schritt angehen und genügend hochwertige Lebensmittel integrieren. Grüne Lebensmittel, am besten auch immer biologisch, wenn möglich, selber Microgreens und Sprossen anbauen. Und dann ist man eigentlich auf einem guten Weg. Und immer bei sich selbst bleiben, das ist das Wichtigste. Ich danke dir, lieber Henry, das war's schon. Heute mal ein kurzes Video mit uns. Ja, jetzt an die Zuschauer. Teilt gerne eure Gedanken und Erfahrungen zu dieser Thematik mit uns. Wir freuen uns über regen Austausch unter diesem Video. Henry, deinen YouTube-Kanal verlinke ich oben in den Infokarten. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier kurz diese Thematik zu erörtern. Dir auch alles Gute, lieber Henry, und auch für euch Zuschauer. Alles Liebe, alles Gute und ganz viel Kraft für diese herausfordernde Zeit. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut.